Obwohl die Klonkriege vorüber waren, kapierten es manche Leute einfach nicht. Der schlimmste Fall war Gisor Delso. Ein Separatist von Geonosis, dem es irgendwie gelungen war, Lord Vaders Bemühungen, die Überreste der KUS auszulöschen, zu entkommen. Lord Vader verfolgte ihn nach Mustafar und holte uns, um die Sache zu beenden. Die Mission schien einfach. Aber als wir die flotte Droidenschiffe über den Planeten schweben sahen, wussten wir, dass der Fall Delso gefährlicher war als erwartet. Ja, Freunde, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Wars Action, Old School Star Wars Action. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir können unsere Jäger nicht starten. Beruhigen Sie sich, Pilot. Gehen Sie da raus und zerstören Sie den Transporter. Räumen Sie den Hangar, egal wie. Warte mal, die Stimme von dem Piloten, war das die Stimme von Doug Heffernan, Alter? Aus King of Queen? Ich weiß nicht, Alter. Wow, Junge, wie viele Leute sind denn das? Jetzt werf doch mal die scheiß Granate. Was hab ich da für eine Granate überhaupt? Freunde, auf jeden Fall nice, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und danke wie immer natürlich für das Feedback von euch. Oh, Alter, ich habe ein übelstes Rambo-Messer. Alles klar, ich bin tot. danke für das Feedback auf die letzte Folge. Nice, dass ihr das immer noch unterstützt hier, Freunde. Alter, ich bin gerade gespawnt, du kleiner Spawn-Trapper. Pisserdo. Komm. Jetzt habe ich nämlich normale Granaten und spring euch einfach weg, Alter. Was haltet ihr davon? Freunde, ihr wisst ja, wie immer, Support ist kein Mord. Wenn ihr mehr sehen wollt, wenn ihr Star Wars unterstützen wollt, bewerten, kommentieren, nicht vergessen, Videobeschreibung abchecken. Creator Code, ich bin sauber, nicht vergessen, wie Fortnite oder auch im Epic Game Store. Ihr wisst Bescheid. Und muss ich das Schiff kaputt machen oder einfach nur da reinlatschen vielleicht? Ich weiß nicht. Oh, das ist ja deren Schiff, ne? Ich muss es kaputt machen wahrscheinlich. Ja, ich muss kaputt machen. Scheiße, Alter. Lad nach. Alter, diese Jumper-Rolle. Das kann ich auch. Hast gesehen? Ach, scheiße, bist du tot. So. Ich muss das kaputt machen, oder? Ja. Die Granate ist ein bisschen weit geflogen. Und es dauert verdammt lange, warte mal. Ist das wirklich? Zerstöre die? Ja, alles klar. Okay, ja, das dauert aber ein bisschen. Alter, gibt's hier nicht so eine Art Geschütz oder sowas? Los, Jungs, schieß mal mit drauf. Ach, scheiße, meine Munition ist schon wieder leer. Ach, guck mal. Oh, ich habe einen Raketenwerfer als Sekundärwaffe. Ach so. Ach, shit, sag das doch gleich, Mann. Ja, gut, aber so viel zieht es jetzt auch nicht ab mit einem Schuss, wa? Das dauert echt sehr lange. Und auch hier sind wir leer. Ja, und was machen wir jetzt? Ja, und was machen wir jetzt? Mein Gott, haben wir es jetzt endlich. Endlich, Freunde. Was ist das denn für ein Quatsch? Das ist wirklich bisher die schlechteste Vision, Freunde. Das ist ja... Achten Sie auf die Asteroidenpiloten. Sie sind einfach zu zerstören, aber das heißt nicht, dass... Ey, weg, Alter. Den wollte ich doch, den TIE Fighter, ey. Hallo, was darf ich da fliegen jetzt? Den Abfangjäger oder was? Alles klar. Oh mein Gott. Ja gut, shit, Alter. Wie viel... Oh, und tot. Scheiße. Ja, super geil gemacht. Super geil gemacht. Eieieiei. Gut, Freunde. Also wie gesagt, okay, so, jetzt sind wir... Yo! What the fuck, Mann? Wie soll ich denn da durchkommen? Das gibt's doch nicht. Was ist denn das hier? Nee, verpiss dich. Ich will ihn haben. Okay. So. Nach vorne. So schieße ich. Okay, let's go. Alter, Junge. Okay, also wie gesagt, die erste Phase war super scheiße. Weil ich das scheiß Ding zerschirm. Alter, was ist denn hier los? Ich musste das Ding zerstören. Hab keine Munition mehr. Kann nicht respawnen. Also kann mich nicht umbringen. Kann ich die Klasse wechseln, indem ich neue Munition bekomme. Sondern wenn du Klasse wechselst, hat die andere Klasse einfach auch keine Munition. Also ganz dumm. Alter, was ist denn das? Ich weiß nicht mal, wer mich attackiert und ich sterbe einfach. Alter Junge. Und tot.
warum ist diesmal der Schriftzug rot, Alter? Hat mich die ganze Zeit vorher meine eigenen Leute umgebracht? Da war es ja blau. Ich weiß es nicht, Alter. Ich blick gar nicht, wer mich tötet. Wer nicht? Na los, raus. Ich weiß immer noch nicht genau, wie man fliegt, aber scheiße. Ich mach's jetzt mit Eier. Wie schnell überhitzt der Teifer? Das ist ja unfassbar. Irgendeinen habe ich getötet. Irgendwie will ich nicht zu nah ans Geschütz, an das Schiff ran. Ja, genau deswegen. Nicht, dass das scheiß Autogeschütz mich wieder holt. Ich weiß, ja, ich... Also... Drücke X, um ihr Ziel freizugeben. Aha. Oh mein Gott, Alter. Das ist ja... Alter, das ist ja... Vier Jäger übrig, okay. Das Autogeschütz wahrscheinlich schon wieder war das, oder? Was war das? Was ist das? Ey, Junge! Das macht überhaupt gar keinen Spaß, Alter! Was ist denn hier los, Mann? Was ist denn das? Ich bin zu dumm. Ich bin zu dumm. Ich bin wahrscheinlich einfach zu dumm. Egal. Okay. Drei Jäger, das krieg ich noch hin, Freunde. Nicht da reinfliegen. Zwei Jäger noch. Alter, ich bin schon wieder fast tot. Und ich bin tot. Ey, Alter, das... Ey, sag mal. Das ist der größte Bullshit. Das ist ja überhaupt nicht spaßig. Das macht dir überhaupt gar keinen Spaß gerade. Das ist ja Blödsinn, Alter. Du gehst ja so schnell down. Und weiß nicht mal warum. Einer noch. So. Greifen Sie Ihre Schilde an. Benutzen Sie einen Bomber für maximalen Schaden. Okay, ja, ich bin aber jetzt gerade nicht im Bomber. Mache ich Schaden? Ja, ich mache Schaden, okay. Okay. Wir kommen jetzt langsam rein. Wenn ich mich jetzt konzentriere, kann ich es vielleicht noch schaffen. Kriegt er hier auch Schaden? Ja, anscheinend schon. Was willst du von mir? Aua. Oh mein Gott, Freunde, das kann ja Ewigkeiten dauern. Kann man helfen, meine Leute eigentlich? Man weiß nicht so genau. Einheit 684. Also jetzt steht es wieder in blau. Heißt es, mein eigener Mann hat mich getötet? Heißt es das? Ich weiß es nicht, Alter. Wo ist der Bomber? Da ist er doch. Protonenbomber und Torpedo. Boah, okay, das macht echt viel mehr Schaden. Kann ich schneller fliegen? Kann ich langsamer fliegen? Kann ich das überhaupt beeinflussen? Der viel mehr Schaden. Alter Junge, leck mich doch. Das ist halt das Geile. Jetzt kommt das Geile halt. Er will, dass jemand im feindlichen Hangar landet, einen Angriffsbomber stiehlt und in unseren Hangar bringt. Los, Piloten. Das ist halt das Geile. Dass du das im Spiel machen kannst. Ohne Cutscene oder sonst was, weißt du? Okay, warte. Lande. Und jetzt raus. Ich töte euch alle, Alter. Und tot. Das ist doch unfassbar, Junge. Nein, Alter. Muss ich hier nochmal landen? Oder bin ich hier? Ja, ich muss nochmal da drinnen landen. Okay, doki. Ja, das ist halt, wie gesagt, ohne Cutscene passiert. Ohne Ladesequenz, sondern... What the fuck, was war das? Moment. Scheiß... Das ist doch ein Windows-Geräusch gewesen, Alter. Was ist denn jetzt los? Sicherheitsabfrage, ja, alles klar, update dich doch, was ist denn los, Alter? Ich hasse diese Windows 10 Sounds, waren das sie einfach... Das geht halt unfassbar, Alter. Egal. Nicht euer Problem, alles cool, Freunde.
Ich bin ein bisschen angespannt, weil ich ehrlich gesagt einfach nicht weiß, wie ich genau steuere. Ich weiß nicht mal, ob ich langsamer fliegen kann, wie gesagt. Ich werde das nicht mal reinschaffen. Die Autogeschütze werden mich zerpflücken, Alter, zerpflücken. Ich trick sie einfach aus mit meinen Flugkünsten und tot. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also im Vergleich zu den heutigen Flugmanövern im aktuellen Battlefront, macht das, ich hätte es gar nicht gedacht, aber es macht echt weniger Spaß. Und ich weiß nicht, ob es unbedingt daran liegt, weil es schwerer ist, das nicht, finde ich gar nicht. Sondern es ist einfach irgendwie sehr oldschool, Alter. Du kannst dich gar nicht, ich fliege da einfach nur ganz normal in mein Ziel, auf mein Ziel hinaus, auf mein Ziel drauf und ich bin schon fast tot wieder. Ich kann mich gar nicht dagegen wehren, großartig. Jetzt lasst mich in Ruhe, Alter. Haut ab, ihr kleinen Dreckigen. Hallo? Und jetzt Rainer. Rainer! Haut rein, ihr Pisser! Yippie! Boah, Alter. Nicht da reinfliegen, bitte. Kurz auf dem Weg einen wegballern. Okay, alles klar. Ich mach gar nichts. Ich schau einfach ab. Da reinfliegen. Alles noch unter Kontrolle. Aua. Haben wir's? Hervorragende Arbeit, Piloten. Lord Vader wird sehr zufrieden sein. Wir haben es geschafft, oder? Haben wir die Mission? Oder was war das jetzt? Ich glaube, das war die Mission. Oder? Ja, doch, wir haben gewonnen. Oh mein Gott. Tja, Freunde, also ich muss sagen, bisher wirklich die schwächste Mission. Auch von der Struktur her, gerade auch am Anfang. Der Hauch von Nostalgie, den die 501. verspürte, als sie gegen die Droidenflotte über Mustafar kämpfte, hatte schon einen bitteren Beigeschmack, als wir unsere orbitalen Positionen einnahmen. Nun war es Zeit herauszufinden, worum es ging. Tja, worum geht es wirklich? Ja, wie gesagt, am Anfang, da, dass ich da warten musste, bis ich irgendwie Munition wieder bekomme, das war irgendwie ein bisschen doof. Aber egal, Freunde, ihr müsst es nicht ertragen, das werde ich auf jeden Fall rausschneiden. Und ansonsten, wenn ihr mehr sehen wollt, ihr wisst Bescheid, bewerten, kommentieren, nicht vergessen, würde mich freuen. Ansonsten hört man sich demnächst wieder, Freunde. Ich hoffe, ihr seht es ja selbst, das Sommerloch ist so heftig. Ich habe mir jetzt auch mal reingezogen, was so im August kommt. Hey, da sind es auch vielleicht nur 2-3 Spiele so, allerhöchstens, wenn überhaupt. Also dieses Control zum Beispiel, da hätte ich echt Bock drauf. Das sieht echt nice aus. Aber ansonsten, es ist ganz schlimm, Freunde. Es ist ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Aber im September, Oktober und so geht's ja wieder los, hoffe ich doch. Obwohl, dieses Jahr kommt allgemein nicht mehr so viel. Es ist einfach... Obwohl, ich habe gelesen, ja, wo wir ja gerade... bei Star Wars sind, EA ist ja jetzt, Star Wars ist ja bei EA. Ich habe gelesen, tatsächlich soll ein neues Plants vs. Zombies Garden Warfare 3 rauskommen. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber das wäre mega geil. Na gut, Freunde, wir hören uns vielleicht beim nächsten Mal. Haut rein und tschüss.